Hallo Freunde, willkommen in einer neuen Freunde. Folge. Willkommen in einer neuen Folge. Ach du Scheiße, was sind das für geile Landschaften? Hier geht's ja wahnsinnig tief runter. Ich wusste doch gar nicht, dass du dieses Format machst. Na klar. In der neuen Folge. Ach du Scheiße, was das für geile Landschaften. Na klar. Das Format kannte ich noch gar nicht. Tja, da, du schaust eben nicht oft genug auf meinem Kanal vorbei. Ah, warum wohl nicht? Ich weiß schon warum. So, jetzt sind es nur noch 150 Blöcke. Bis wir dann endlich... Oh Gott, hier. Fällt hier andauernd. Bin ich dann endlich was? Ich bin jetzt im Detail und will meine Burg bauen. Ach, deswegen laggt es bei mir so unglaublich. Bei mir nicht. 58 FPS. Laut Minecraft oder laut... Laut Minecraft, aber Minecraft hat in diesem Falle recht, weil ich keiner der Aufnahmen bekommen habe, hintergelaufen habe. Ja. So. Ich wollte eine schöne Stelle für ein Haus. So, ich bin da. Ist auch eine tolle Konstruktion hier. Du hast mich mitten ins Nirvana geschickt. Ja, aber jetzt sind hier tolle. Hast du meine Brücke gefunden? Nee, aber eine Behausung von dir. Eine Behausung? Ah, stimmt, da, ja. In der Höhle meinst du? Also am Anfang dieser Höhle? Welche Höhle? Da müsste eine Tür sein. Nein, das ist gar keine Tür. Ach so, dann ist es nicht die Behausung, die ich meine. Uah. Dann bist du ja noch gar nicht da. Doch, ich bin Ach so, da. das ist die Pferdebehausung. Ah ja, wenn du in die Höhle gehst, dort in der Nähe. Dann findest du einen Unterschlupf. Da ist eine Tür und alles. Ja, was mich jetzt aber noch mehr irritiert, ich finde Ja, hier keine sage und Pferde. schreibe ein Pferd. Da waren mehr, musst du ein bisschen suchen, die sind vermutlich weiter weggegangen. Wahrscheinlich, vor allem weil die Chunks nicht benutzt wurden. Ist auch gleich der Ja. Ozean. Ja, also ich finde hier überhaupt nichts an Pferden, Nee, außer aber diesem da ist was. einen. Da wird es doch schön. Dann nimm das eine. Na danke. Ich hoffe, das ist wenigstens einigermaßen schnell, das Pferd. Ich glaube, wir sind alle gleich schnell. Nein, glaube ich nicht. Maggie hatte irgendwas davon gesagt, dass sie nicht alle gleich schnell sind und nicht alle gleich Es viel gibt Leben aber. haben. Also, ja, meins hat zwei Leben mehr als gewöhnlich. Ich habe jetzt alle meine Cobblestone verbraten und habe keinen Cobblestone mehr, kann jetzt keine Spitzhacke mehr machen. Grandios. Ich sehe schon, da ist ein Profi am Werk. Muss ich wieder zurück? Sag mal, Ah, da. wo war jetzt dieses blöde Pferd? Ich sollte echt die Erweiterung. Ich sollte echt die Erweiterung weiterstellen. Bingo! Gario, du hast es echt drauf. Nein, die Render-Distance. So. Wo war jetzt dieses blöde Pferd? Hier war doch irgendwo ein Pferd. Tja, das hat sich auch also ertränkt, schade, ne? Ja, also ich glaube, mich tritt ein Pferd. Wo ist dieses Pferd? Hahaha. Mann, der Gario ist aber heute lustig. Ja. Muss ich die Renderlisten hochstellen? Ja, gut, die kann man schon mal auf 7 stellen. Nein, die letzten Cobblestone noch mal retten. So, wo ist dieses Dreckspferd? Ist das da vorne ein Pferd? Nee, ist das eine Kuh? Nein, das ist tatsächlich, das ist das Pferd. Ja, wenn, da sieht schon ein Pferd, sieht wunderschön aus. Ist das eine Kuh? Nein, das ist ein Pferd. Zähmen tut man es, indem man draufsetzt, ne? Ja, und so lange bis Herzen kommen. Und es wirft dann ab und zu mal ab. Okay, also was ich auf jeden Fall weiß, dieses Pferd hat genauso viele Leben wie gewöhnlich. Schau mal.
Ja, es kommen Herzen, aber es hat mich abgeschmissen. Super. Wenn Herzen gekommen sind, dann geh mal drauf und drück Inventar. Ja, ja, habe ich schon. Hast du mir den Sattel aufgelegt? Ja. Ich habe eine goldene Pferderüstung, wenn du zu mir kommen willst. Okay, es ist wenigstens einigermaßen schnell, aber ich muss jetzt mal deine... Ah, da ist deine Brücke, ich sehe sie. Vielen Dank. Sieht schick aus. Sieht schick aus. Mal bitte die Sicht, weil das ist echt blöd. Ich muss maximale Bildrate, weil ich habe irgendwas an meinen Grafikeinstellungen, ich habe da ein bisschen rumexperimentiert in der letzten Zeit, geändert und seitdem läuft Minecraft nicht mehr so ganz flüssig. Dann installier Minecraft, ne? Genau, das wird sein. Weil ich da jetzt auch sommerlich Zeit dafür habe. Ja, wenn du sommerlich Zeit hast, warum regst du dich denn auf? Das ist genau, was ich meine. Boah. Nein! Dieses Dreckspferd. Jetzt darf ich das an Land schieben. Na, ja, stimmt, ja, du hast ja keine Leine. Ich habe keine Leine, nein. Sehr gut, okay. Weiter geht's. Dann müssen wir eigentlich. Ah, zum Haus. Sehr gut. Uah! Gott, Alter. Das klingt ja mal schon mal sehr vielversprechend. Ich werde gleich von hinten schießen und mein ganzes Haus ist weg. Hä? Ich bin ein Meter. Aha. Ich hatte die ganze Zeit die Beleuchtung meines PCs nicht an. Oh, wie tragisch. Ja. Mal kein Strom verschwendet, schrecklich, ne? Ja. Das sieht man mal wieder, da war der Quarnox wohl nicht der hellste, was? Das braucht keinen Strom. Ich habe mal nachgemessen, 3 Watt. Das ist nix. Im Vergleich zu dem, was der PC alleine an Verlustleistung hat. Der Prozessor des PCs hat 95 Watt Verlust. Das heißt, das, was in Wärme umgewandelt wird. Ich glaube, da machen dann diese 3 Watt nicht mehr wirklich viel aus. Boah! Blödes Pferd, du bleibst jetzt an Land. Jetzt werde ich. Störrischer Gaul hier. Also, als nächstes kaufe ich mir einen deutlichen Prozessor mit niedriger Verlustleistung. Ich sage blöde, störrische Gaul. Ich finde dich aber nicht nett, wie du Maggie nennst. Das war jetzt unnötig. Was? Wir brauchen auf jeden Fall ein Namensschild für und ja, dann gehen in den Dungeon und finden ein Namensschild. Und es wird dunkel, super. Und ihr wisst ja, was beim letzten Mal passiert ist, als wir... Dann solltest du vielleicht jetzt erstmal eine Behausung fürs Pferd bauen und dich dann selbst in der Höhle retten. Ja, dann muss ich erstmal eine Behausung fürs Pferd bauen, da hast du recht. Es ist ja auch leichter als gesagt. Leichter als gesagt. Ich glaube, der Geiger hatte mehr Brainlegs als gedacht. Ja. Du blödes Pferd, du gehst jetzt in diese scheiß Behausung, die ich hier jetzt mal zusammenzimmere. Du, wenn du nicht in die Behausung gehst, dann kicke ich dich ins Fresse. So, du wirst nämlich jetzt... Ach nein! Boah, fast jetzt meine Kiste weggesprengt. Ihr scheiß Gast. Ich baue mir hier ein Haus, ganz in Frieden. So, schönes Pferd. Und jetzt... Ah, schön, dass du hier ein Haus. Ja, es ist schön, dass du dir ein Haus baust, aber du kannst jetzt auch nicht schlafen, ne? Theoretisch nicht, praktisch schon. Kann man im Nether schlafen? Nein, kann man nicht. Warum nicht? Ist halt so, weil im Nether keine Tag- und Nachtverhältnisse herrschen. Da hast du vermutlich recht. Wahr. Wow. Ich gehe ganz schnell hier ins. Warte, ich bin gerade zwei Blöcke hochgejumpt, nachdem ich wo runtergefallen bin. Ich glaube, die haben gerade unsere Brücke weggesprengt. Ach, super. Ich baue mal eine Brücke aus Cobblestone, das können die nicht wegsprengen. Kohle rein und rohes Hühnchen rein. So. So, ich bin gleich bei dir.
Gleich im Bett, meinte ich. Gleich ja. Bei dir im Bett, ne? Genau, natürlich. Klingt logisch. Bin im Bett. Bist im Bett. Gut, ich bin auch im Bett. So. Drei gebratene Hühnchen, raus damit und Ofen abbauen. Und jetzt muss ich dann noch ja, so einiges tun. Weil das, dass wir keine Leine haben, ist echt doof. Da unten ist der Gaul. Ich höre schon wieder die drei Ghasts. Hallo, du Pferd. Los geht's. Ey, Pferdefresse. Bei mir leckt das Reiten übrigens immer noch. Ja, aber nicht mehr so stark, ne? Au. Oh Gott. Sag mal, ihr habt doch wohl den Arsch offen. Wieso? Nicht so zu erschrecken. Was ist denn los? Drei Gas. Direkt vor mir, als ich in den Nether reinkomme und die Tür aufmache. Direkt wirklich in meiner Fresse drin. Drei Gas sitzen dem Gario im Nacken. Ich kann nicht singen, das macht mir nichts. Und der hat Brainlags, weil er meinte vermutlich Quanox. Was? Und der konnte auch nicht denken, weil er meinte vermutlich dem Quanox im Nacken. Ja. Musst du selbst zugeben. Ne? Was habe ich denn gesagt? Dem Gario. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Ich bin dumm. Also, so, jetzt fange ich mal in mein Haus. Gerade passt die Musik auch schon gut. Dummer Gaul. Beim geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Es war ein einziges Pferd. Du hast mir von Pferden gesagt. Ja, ich war auch der Meinung, also, als ich das letzte Mal da war, waren es Pferde. Du, nein! Also die Musik passt auch sehr gut zu Bauarbeiten im Nether, muss man sagen. Hier gerade. Dreckspferd. Man hat nur Ärger mit dem Gaul. Wer hat mich eigentlich auf die Schnapsidee gebracht, ein Pferd haben zu wollen? Jägermeister. Wer hat dich auf die Schnapsidee gebracht? Och komm ey. Er hat mich jetzt erst verstanden. Raus hier. So. Weiter geht's. Kann man sich die Musik irgendwie aus Minecraft rausholen? Ich möchte mal das Soundtrack vollständig haben. Oh, das geht sicher irgendwie. Ich meine, die muss ja auch irgendwie angelegt sein in Minecraft. Naja, die kann ja aber auch jetzt einfach nur als TXT oder so angelegt worden sein. Nee, wieso soll die als TXT Doch. Angelegt werden? Das ist aber möglich. Ja, gut, aber das. Die ist sicher irgendwie anders angelegt, also nicht als TXT. Wie soll die bitte als... Nee. Du kannst okay, du kannst deine Logik. Ja. Du kannst alles TXT umwandeln. Natürlich kann man es alles, aber warum sollte man es erst schreiben und dann umwandeln? Na, du weißt es ja nicht, vielleicht ist das ja in Java gleich in irgendeinem Java-Musikprogramm drin, die Musik. Also okay, ich wette, es wird nicht als TXT angelegt. Wenn ja, dann ist doch die Musik lizenzfrei. Warum ist die denn? Dann dürfte man die doch. Naja, Minecraft hat offizielle Erlaubnis erteilt, dass man es Let's Playen darf. Das heißt, man darf auch diese Musik verwenden. Ja. Nein, Minecraft hat so wörtlich in ihrem Lizenzvertrag gesagt, ihr dürft alles machen, was ihr wollt mit dem Minecraft, solange ihr damit kein Geld verdient. Ja, alles also heißt theoretisch dürfen wir die Musik rausnehmen und die anderweitig verwenden. Theoretisch ja, solange du es nicht kommerziell machst. Cool.
Weil da wären einige Stücke dabei, wo ich mir denke, die wären vielleicht geil für irgendeinen Trailer oder sowas. Ich weiß nicht, die sind so, die Dinger, boah, Alter, das ist am Rumlegen, das ist doch zum Heulen. Zeit, dass ich von dem Pferd runterkomme. Hast schon ganz wackelige Knie. So. Auf mit der Tür, auf mit der Tür. Und jetzt kommt eigentlich noch der schwierigste Teil. Ich darf nämlich den Dreckskauri, darf ich da reinschieben. Nein, beschießt mich doch nicht, ihr scheiß Gast. So, Tür na, zu. Tot. Tür zu. Arschloch. Mein Drecksgaul. Ich hoffe, ein Pferd zu beschimpfen. So kann man das auch machen. So. Tür auf. Tür auf. Reinreiten. Absetzen. Aua. Das ist voll die gute Beschreibung. Reinreiten, absetzen, aua. So, immerhin, wir haben jetzt ein Pferd. Haben wir in Sicherheit gebracht. Ich weiß zwar nicht, wie ich jetzt an eine Leine komme. Aber gut, immerhin, wir haben jetzt ein Pferd. Und damit beenden wir auch die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.